Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Gegrüßt aus dem tollen Erftkreis. Ich bin mit den Jungs alleine, die Mädchen, die sind wieder auf Tour nach Köln, um sich ein Bubble Tea oder was weiß ich was für ein Tee zu holen. Und ich mache jetzt erstmal Chlor fertig, um den in den Pool zu tun. Keine Antwort, ne? So, meine Wenigkeit ist wieder voll am Arbeiten. Also ich meine jetzt in meinem Friseurberuf. Und im Moment ist es echt, nach den Betriebsferien, du weißt gar nicht mehr, wo du die Kunden alle hindrücken sollst. Ist richtig gut zu tun. Jetzt gerade scheint die Sonne mal nicht. Aber egal, tut auch mal gut. Bin mal gespannt, laut Wetterbericht soll ja morgen direkt schon wieder 10 Grad kälter sein. Ich lasse mich überraschen. Das Ergebnis mit den Filterballs ist einfach noch super. Wir hatten schon voll Badebetrieb, aber das Wasser immer noch glasklar. Holen wir uns mal ein bisschen Wasser da raus. Na, lassen wir das alles noch mal ein bisschen hier auflösen. Ist zwar warm, aber es ist keiner im Pool. Für mich müssen draußen erstmal 70 Grad sein, damit ich ins kalte Wasser gehe. Lassen wir hier einfach ein klein bisschen sich auflösen, dann kann ich das nämlich nachher aufgelöst ins Wasser schütten. Ja, ich weiß, es gibt zig andere Möglichkeiten, aber wir machen es so. Wir haben auch schon andere Möglichkeiten ausprobiert, aber wenn du mit etwas zurechtkommst, dann bleibst du einfach auch dabei. Jeder macht es ja so, wie er es für sich für richtig hält. Wieso haben die denn den Grill aufgemacht? Machen wir das mal wieder zu. Ja? Was möchtest du? Das. Ja, was schützt und was schützt nicht? Wenn du Fahrrad fährst, was schützt dich denn in der ersten Reihe? Ach so. Das schützt. Schützen und dann das schützt und das. Das ist eine Muschel. Oder ein Salatblatt. Da ist. Achso, er hat das an, ja. Als Brustpanzer. Und das auch. Ja. Und das? Hm. Und danach. Also, was ja nicht schützt, und ist noch ja. Das, weil. Warte. Das. Nee. Da sind viele Sachen nicht. Das sind so ein Bauchrahmchen und so. Ach, ich bin ein bisschen geblättet. Ich will aber noch ein. Ja, dann such. Blätter mal durch das Heft durch. Ja, dann such. Du findest dich schon zurecht. Ich komme jetzt gleich. Hier hat sich die Situation auch insoweit geändert, dass der Dirk jetzt im Mischverkehr ist. Das heißt, der ist dann auch schon mal nicht zu Hause. Wie jetzt heute ist er auch nicht zu Hause. Von Montag auf Dienstag war er nicht da. Ja. Ich meine, ist für mich ja nichts Neues, haben wir ja alles schon durch, vorübergehend gehabt. Ne? Also war ja schon mal des Öfteren, dass man montags tschö gesagt hat oder sonntagsabends und freitags hallo. So krass ist es da nicht, denn er ist zwischendurch ja auch wieder zu Hause. Ist für mich ehrlich keine Umstellung, weil ich ja sowieso gewohnt bin, tagsüber und alles Mögliche hier alleine zu regeln. Ja, aber so schaut's aus. Ich gehe mal die Mädchen irgendwo einsammeln, mal gucken. Wo ich die jetzt gleich erwische, weil wir waren eben in Köln losgefahren und haben wieder den Wunsch geäußert, dass ich sie irgendwo abhole. Entweder in Quadrat oder in Horum. Mal gucken. Ich fahre jetzt einfach schon mal los und dann sehe ich ja, wo ich sie erwische. So. Party. Ich muss auch noch raus. Da. Ist kein Flip-Flop. Komm, schließ die Tür ab. Geh weg. Ich hab doch schon zugemacht. Nein, mit dem Schlüssel, das Schloss. Hier geht. Der eine auf Barfuß, der andere auf Socken. Und du auf Flip-Flops mit. Ich auf Flip-Flops. Du auf Flip-Flops mit nackten Füßen. Yep. Und dreckige Füße, habe ich auch noch. Ja. Ich tu deinen Sitz aber wieder nach hinten, ne? Hey, what?
Ja, du wolltest auch mit Rick zusammen gucken. Ich kann jetzt Bluetooth nicht ausmachen, weil ich die Mädchen anrufen muss. Warte, ich hole deinen Sitz. Aber der Sicherheitsgurt, der hängt da noch fest. So. Halt du mal die Kamera fest, Schatz. Tu mal, Mama, erzählen. Willst du nicht? Tust ein bisschen in die Gegend rumfilmen. Ja, das ist ein schönes Auto von drinnen, ne? Für mehr kleiner Kameramann. Kann ich die noch so lang festhalten? Ja. Wo bist du? Hier. Ach, hier. Anschnallen, Rick. Guck mal, ich klapp dir das mal um, dann kannst du auch sehen, wohin du filmst. Na, da siehst du, wo du hinfilmst. Ach so, jetzt. Ist die Kamera an? Siehst du, wo du hinfilmst? Da ist Mama. Hi. Da. So. Dann wollen wir mal schauen, wo wir die einladen, ne? Wie war's? Guck da drauf, dass du nicht wackelst. Ich gehe noch nicht so auf der Baba. Ja. Me too. Direkt meine Füße kalt. Ja, ich hab die Klimaanlage mal angemacht. Achso. Machst du weh? Die Dinge auf seinem Rücken. Ja, ich hab die gerade eben schon die ganze Zeit gesehen. Wir können da ja mal gleich ein bisschen Knackencreme drauf machen. Horn macht Spaß? Maja. Mhm. Wird die genauso? Ja, ich hab... Ich sollte es mir aussuchen. Was? Wir haben sie nicht. Ich hab hier gerade ein Tier hier. Ich wollte, dass ich nicht so schwimmen würde. Einen wunderschönen! Gegrüßt da draußen. Nee, wir haben Nachmittag. Ich bin von der Arbeit und ich stehe mal wieder am Herd. Und da die Daline den Wunsch geäußert hat, oh, kannst du einen Döner kaufen? Eigentlich einen Pommes-Döner, aber habe ich gesagt, weißt du was? Wenn, dann hole ich die Zutaten und mach euch das selber. Ist doch viel günstiger. Guck doch mal, für den Betrag, was ich jetzt ausgegeben habe, für ein Fladenbrot, und das Hühnergeschnippel, ein bisschen Krautsalat und Tzatziki. Man muss die Menge betrachten. Ja, weil immer, wenn wir sagen, dürfen wir einen Döner, dann sagst du, und dann weißt du ja auf jeden Fall, da steckt Liebe drin, in dem Döner. Die machen dich einfach herzlos. Ja. Nein, die machen den auch nicht herzlos. Doch. Aber, ja, wir gestalten den ganz einfach. Wir haben Tzatziki geholt, wir haben Krautsalat geholt, pappen dann das Hühnerfleisch drauf. Hier. Und das ist doch dann ausreichend. Oder müssen wir noch eine andere Spezialsoße nehmen? Nee, Tzatziki. Tzatziki, ne? Ja, so sieht's aus. Darf ich einmal springen? Mhm. Makronese habe ich auch neue geholt. Warte, was steht die denn hier? Oh, das riecht lecker. Am Anfang hat es gar nicht. Den hatte ich doch auch mal. Ich muss aber mal gucken, dass ich von Airwick diese Original Automaten hole, weil die ich habe, passen die Airwick-Dinger nicht rein. Da muss ich ein bisschen manipulieren. Ich habe meins. Damit es funktioniert. Oh, du hast gerade. Ich bin voll diese. Ja, das habe ich auch im Krachenhals. Also, das sieht dann so aus, ne? Hier mit Klebeband und so. Damit das funktioniert. Und unten noch ein Stock drunter, damit das höher ist, das Ding. Sonst pumpt der das nicht. Ah, so, egal. Hauptsache pumpt. Und gibt lecker Duft hier drin. Nein, Maja, ey. So, ja, zum Thema Pool habe ich jetzt durch die 2 Tage mit Sturm Arschloch. Die Feststellung gemacht. Was? Ich habe gerade gesagt, ey, du Arschloch. Ja. Dass die Abdeckplane von dem Pool mir jetzt schon 2-mal flöten gegangen ist. Also werde ich mir so eine Solarplane holen, die nur auf dem Wasser schwimmt. Weil die hebt nämlich nicht ab. Und die hält auch vom Schmutz ab. Wie gesagt, aufgrund, weil ja hier eine Braunkohle und Pipapo, müssen wir den immer abdecken. Ich kann ihn nicht freilassen. Was weil ist das? Sonst, das war von dem Fladenbrot.
Sonst haben wir die ganze schwarze Suppe dann. Das ist am 9.6. abgelaufen, also 3 Tage. Ja, das sind immer die Sachen, die nur so kurzzeitig haltbar sind. Ja, das ist schön knusprig, das Flackenbrot. Flackenbrot. Mhm. Kann ich auch Krautsalat einfach so essen? Ja, das ist ja gut, da. Dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, was bei mir heute auf dem Plan steht, aber ich habe heute Morgen schon wieder rumgenölt. Guck, die Sonne kommt raus, also kann ich schon gut. Ja, ja. Kommen wir weiter. Was hätte ich denn als Alternative essen? Habe ich das denn alles hier? Ja, könnte ich mir das ja machen. Meinen besagten Radieschensalat mit Forelle oder mit Thunfisch. Ich weiß es nicht. Und ist fertig. Das Fleisch ist fertig. Ich hole jetzt auch das Brot aus dem Backofen, weil das... Und dann belege ich alles. Dann dauert das alles immer lang. Nein. Vergesse nicht, deine Mutti macht alles mit ganz viel Liebe. Nein. Was nun? Ja, aber auch ich hänge im Moment ein bisschen fest an meinem Gewicht und an allem. Hallo, es ist jetzt fertig. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mich Flossen verbrenne. Siehst du? Mama, ich wollte das haben essen. Heute Abend? Nein, jetzt. Für was mache ich denn hier den Aufriss mit lecker Döner? Hm? Kannst du mir das mal verraten? Was ist besser? Der fertige Drister, der sowieso viel zu scharf ist? Oder das lecker Essen, was ich euch mache? Ich dann denke genau über deine Antwort nach. Danach esse ich doch den Döner. Das schaffst du nicht. Und das wird nicht einfach für 3 Nudeln. Ricky, lass es bitte. Doch, essen. Rick. Mama. So ist mein Name. So ist mein Name auch, Rick. Ja. Sei nicht läppisch. Ich hab die noch nie gekriegt. Ja, aber da hast du ja noch genug Zeit. Nee, und dann nimmt Dalin die sich naja, weg. Dalin hatte Chili davon, Dalin nimmt das nicht. Oder Jana. Auch nicht. Doch. Jeder hatte, das ist dein Becher. Jeder hatte schon seinen Becher. Der Ron hatte seinen Becher auch schon. Glaub es mir. Ja, aber warum darf ich den dann nicht essen? Weil ich jetzt dieses Essen mache. Nein, ich beleg doch nur. Ist doch schon alles fertig. Sonst wäre der Brötchen nicht offen. Ich bleib auf der 1. Nein, du bleibst jetzt hier drin, weil es jetzt Essen gibt. Jungs, diskutiert euch nicht müde mit mir. Wenn ich sage, ihr bleibt drin und es wird gegessen, dann ist das so. Kann ich die halten? Ich musste bei Ron auch die Flüssigkeit rausholen und hab das dann ein bisschen mit dem braunen Zucker abgeschwächt. Kann ich die halten? Die Kamera? Ja, ich will dieses Ding andersrum. Okay, was willst du denn alles filmen? Die alle. Mein kleiner Kameramann. So. Hey Mama, da ist doch ein fetter Klumpen drin. Hör auf, Ron. Seht ihr schon, ich muss mal anmachen. Lass mich. Dann schneid die Brötchen noch auf. Die sind schon aufgeschnitten, ich brauche die nur belegen, mein Hase. Okay? Ja. Bumm. Ja. Ja, Ron, mein kleiner Filmkünstler. So. Die machen das mal so herrlich. Ja, du sollst nicht mein Bein filmen. Also, ich habe jetzt da Tzatziki reingemacht. Ich will nur mein Fleisch. Hallo Ron, du kriegst nicht alles. Ich glaube, wir dürfen alle Fleisch. Ich will nur Fleisch. Du willst das nicht im Brot haben? Nee. Doch. Mama, ich will das, was auch... Mama, ich mag das alles. Alles, was hier drin ist? Ja. Alles, was da rein soll. So, wir stellen jetzt mal die Kamera ab, weil da wird einem nämlich schlecht, wenn das so hin und her wackelt. Nein. Gleich kannst du nochmal, okay? So,
Das ist mein Döner. Schön mit Tzatziki, Upala, Krautsalat und Krautsalat. Fleisch. Hier, Nummer 1. Mir? Hm? Ich dachte, gut dir. Nein, ich esse wenig. Ich will aber nur Fleisch. Du möchtest gar kein Brot. Oder soll ich dir Fleisch in das Brot tun? Fleisch im Brot. So, mein kleiner Hase. Da ist dein Brot. Nur mit Fleisch. Ja, weil der Boden fällt. Ruf mal Maya. Maya! Ich mache jetzt meinen zu essen und... Ich mache jetzt meinen zu essen. Jetzt noch die Nudeln. Und eigentlich, das war ja kein Döner, was ich gemacht habe, sondern ein Gyros Pita. Ne? So, ich habe mich dazu entschieden, mein Radieschen-Gedönskirschen hier zu machen. Aber ich nehme nicht so viel von verschiedenen Sachen, weil ich auch gar nicht so den Riesenhunger habe. Muss ich alles nehmen? Wenn, kommt das rein und wird geschnipselt, willst du ja sowieso nie nehmen. Musst du dir Wasser aufkochen und dann bis zu dem Strich mit Wasser auffüllen. Was brauche ich denn alles? Ja, die rote Beete, die fehlt mir noch. Ich glaube, da auch ein Kühlschrank. Die rote Beete. Brett, Bett. Natürlich, Jahrzehnte. Nein. Alles Jahrzehnte. Na gut, ich bereite jetzt mal mein Essen zu. Der Rick macht sich seine 5 Minuten Asiaterine. Also. So, wer ist das schon bis an die Markierung? Bis an die Markierung. Jetzt muss ich das so lassen. So, heute ist der Tag X gekommen. Ich nehme es mir immer wieder vor und vergesse es, aber der Ron wird jetzt Fahrradfahren lernen. Ne, Schatz? Aber ich montiere erst nochmal. Grüßt du alle Leute. Ich montiere erstmal die Schatüzräder ab. Wieso passt der dann hier nicht drauf? So. So. Mama, ich hab immer noch das weiße Ding. Was für ein weißes Ding? Das. An meinen ja, Kopf. Ja, das ist normal. Wie oft haben wir diese Stützräder schon abmontiert? Einmal für den Rick. Bei Rick war das eh die Sensation. Der setzt sich drauf und fährt direkt allein los. Mama, wann hatte Rick das Fahrrad bekommen? Nicht das. Oh, ich muss aufpumpen. Du bist knapp bei Luft. Nicht das. Wann hattest du das Große geholt? Das Große, das hatten die Mädchen schon. Nicht das. Das andere. Ja, von Rick. Ach so, das, was der jetzt hat, das hat der Papa dem letztes Jahr, glaube ich, geholt. So, mein Schatz, wir pumpen gleich die Reifen richtig voll. Kann ich mal... Ja, Knallgas. Oh. Nein, du musst erst ein bisschen Anlauf haben. Machen wir gleich. Dann mal Lauf, Mama. Ich komme mit meinen Füßen runter. Ja, das ist auch besser so, weil dann bist du sicherer. Weil, falls du das Gleichgewicht verlierst, kannst du direkt mit den Füßen zum Boden runter, ja? Hallo? Bati, ich hab ja noch gar nicht... Weißt du, der setzt sich gerade auf das Ding drauf und fährt direkt los. Ich wollte dich anschubsen. Du kannst doch Fahrrad fahren, du kleiner Pfotlecker. Fahr noch mal ein bisschen bis nach da hinten. Komm, ich mach mit. Aber aufpassen, ne? Erst anschubseln. So.
Ron, nicht so schnell! Die Vorderbremse oder die Pedale nach hinten. Du musst auf den Pedalen, trittst du einfach dann rückwärts, dann hält das auch an. Ich kann nicht rückwärts bremsen. Guck. Ja. Mach mal langsam die Pedale nach hinten treten, dann hält das auch an. Cool. Siehst du, damit kannst du auch bremsen. Muss ich den Sattel höher machen? Ich hab meinen auch gehabt. Nein, wir fahren noch nicht im Stehen. Sag mal, wie bist denn du drauf? Ich bin so erstaunt. Der Fahrrad. Naja, Ron, ist das auch schon wieder Geschichte. Das ist Ron, Fahrradfahren lernen, einfach mal raus, draufsetzen, Pferd los. Krasse Schatz. Ja, weißt du, ich bin ja hier hingegangen und wollte eigentlich hier die Kamera... Hallo, bremsen, bremsen. Wollte die Kamera abstellen, aber fährt er schon mit dem Fahrrad an mir vorbei. Hab schon gefahren. Der fährt Fahrrad. Ach du, guck nach vorne beim Fahren. Das Beste ist, ich wollte die Kamera hinstellen. Und er geht... Ich denke, der geht noch nicht. Mir fährt er schon mit dem Fahrrad an mir vorbei. Ja, der kann auch Fahrrad fahren. Barti, langsam und nach hinten bremsen. Hat der schon mal irgendwo Fahrrad gefahren? Mit Christian oder so? Ja, ich wollte den erst anschubsen und nebenher laufen, so wie man das tut. Und der kleine bremsen. Mega. Wow. Aber auch für dich gilt, als kleiner Mann, du fährst, wenn hier auf dem Bürgersteig, aber da, wo Autos parken, fährst du auch nicht. Ich bin kein Gast. Ja. Mensch, was bin ich stolz. Ich muss Papa anrufen. In diesem Sinne bin ich jetzt eine glückliche Mutti, weil der Ron schneller Fahrrad fahren kann, wie ich ihm beibringen konnte. Naja, sind halt Jungs, ne? Ist genau der gleiche Mist wie Rick. Weißt noch, damals den auf Fahrrad gesetzt, zack, bumm, fährt der. Der wird sich zwar auch mal auf die Fresse legen, aber ich bin glücklich. Ja, und somit möchte ich mich auch schon gleich verabschieden. Und sage, bis zum nächsten Video. Bye, bye. Dann ist immer gut, wenn man die am Arbeiten hält. Dann sieht das auch schön aus hier.